In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung der Menschen besprochen. Individuelle Unterschiede zwischen den Menschen entstehen unter anderem durch deren voneinander abweichende Erbanlagen und Erfahrungen, die sich in jeweils anderen Situationen machen können. Beispiele für solche Unterschiede sind unter anderem verschiedene Aktivitätsniveaus, weiter voneinander abweichende Neigungen zur Eigeninitiative und Ablenkbarkeit. Das Temperament ist ein Teil der personalen Disposition und kann als ein zur Persönlichkeit gehörendes Reaktionsmuster beschrieben werden, wie beispielsweise Offenheit und Gehemmtheit im Kontakt mit anderen Menschen. Das jeweilige Temperament eines Menschen hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie dieser anderen Personen begegnet und damit auch auf dessen Sozialverhalten. Temperamentsunterschiede zwischen den Menschen können unter anderem im Bereich der Anlage auf den jeweiligen Genotyp, also die vererbten Merkmale, zurückgeführt werden. So ist beispielsweise die konkrete Wirkungsweise einzelner Hirnbereiche wie der Amygdala, also die Mandelkern im Gehirn, durch die Vererbung vorgegeben. Die Amygdala hat unter anderem einen Einfluss auf die emotionale Bewertung einer Situation. Manche Reaktionen sind anscheinend zwar zum Teil angeboren, können aber auch durch äußeren Einfluss, wie etwa Erziehung, verändert werden. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Reaktion auf unbekannte Gesichter. Der Umwelteinfluss auf die Entwicklung des Temperaments kann unter anderem als wechselseitige Beeinflussung von Eltern, Kindern und Bezugspersonen beschrieben werden. So wird beispielsweise die Geduld der Eltern weniger auf die Probe gestellt werden, wenn deren Kinder sich überaus sozial angepasst verhalten. Die Temperamentsanpassung an die Umwelt ist wesentlich für die Entwicklung des Individuums. So ist beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, positive Rückmeldungen zum eigenen Verhalten zu erhalten, größer, wenn man die Erwartungen der Bezugspersonen erfüllt, als wenn man zur Konfrontation mit seiner Umwelt neigt. Die Untersuchung der Temperamentsunterschiede und deren Ursachen erweist sich als äußerst anspruchsvoll. Um zu aussagekräftigen Erkenntnissen gelangen zu können, muss unter anderem ein langer Untersuchungszeitraum von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter berücksichtigt werden. Darüber hinaus erweisen sich Zwillingsstudien mit eineiigen Zwillingen aufgrund deren gleicher genetischer Ausstattung als sehr nützlich, da bei diesen Menschen ihre Temperamentsunterschiede weitgehend auf die Umwelteinflüsse zurückgeführt werden können. Forscherinnen und Forscher haben festgestellt, dass bei gemeinsam aufgewachsenen und genetisch nicht verwandten Menschen eine große Ähnlichkeit des Temperaments festgestellt werden kann. Dies ist ein möglicher Hinweis auf die Bedeutung der Umwelt. Wie verläuft in der Regel das frühe Sozialverhalten bei Kindern? Im Alter bis zu etwa 2 Monaten stellt das Lächeln des Kindes eine ursprünglich angeborene Reaktion auf das Erblicken eines lächelnden Gesichtes dar. Zunehmend wird das kindliche Lächeln durch das Gesicht einer der Bezugspersonen, wie beispielsweise Vater und Mutter, ausgelöst. Das Lächeln des Kindes bewirkt bei den Bezugspersonen Freude. Diese Beglückung verstärkt sich wechselseitig, da sich beispielsweise ja auch das Baby freut, wenn dann als Reaktion auf das Verhalten des Kindes im Gegenzug auch die Eltern lächeln. Ab dem 3. bzw. 4. Lebensmonat können Kinder bekannte Personen erkennen und zeigen dabei noch eine ausgesprochene Offenheit gegenüber Fremden. Diese erst später in der Entwicklung auftretende Angst vor Fremden wird als Fremdeln bezeichnet. Im 7. bzw. 8. Lebensmonat entwickeln Kinder häufiger als davor und danach in ihrem Leben eine Trennungsangst, wenn sie nicht in der Nähe einer Bezugsperson sind. Diese Angst führt zu Protesten der Kinder und dadurch auch zur Beunruhigung der Eltern. Als erzieherische Maßnahme können Kinder emotional unterstützt werden, aber die Furcht kann den Kindern letztlich nicht zur Gänze genommen werden. In den ersten Lebensmonaten kommt es in der Regel zu einer Bindung der Kinder an ihre jeweiligen Bezugspersonen.
Dieses sogenannte Bindungsverhalten zeigt sich bei einem günstigen Entwicklungsverlauf in einer Neigung des Kindes zum Wohlbefinden bei der Anwesenheit der eigenen Bezugspersonen. In einem Experiment zum Bindungsverhalten wurden Affenkinder von der Mutter nach der Geburt getrennt und in zwei Gruppen unterteilt. Die kleinen Affen der ersten Gruppe erhielten eine künstliche Mutter in Form einer Puppe, die mit weichem Frottee-Stoff überzogen war. Die Affenkinder bevorzugten in einigen Fällen eine Beschäftigung mit dieser Ersatzmutter gegenüber einer häufigeren Nahrungsaufnahme. Die Affen der ersten Gruppe zeigten als Erwachsene ein Verhalten, das weitgehend jenen entsprach, die einen normalen Entwicklungsverlauf als Affen hatten. Die kleinen Affen der zweiten Gruppe erhielten eine künstliche Mutter, die vollständig aus Maschendraht gefertigt war und keinerlei weiche Bestandteile aufwies. Die Affen der zweiten Gruppe zeigten als Erwachsene auffällige Verhaltensweisen wie erhöhte Aggressionsbereitschaft und eine schlechtere Brutpflege gegenüber dem eigenen Nachwuchs. Ergebnisse derartiger Experimente deuten auf eine große Bedeutung der Beziehung der Kinder zu ihren Bezugspersonen für die Entwicklung des Kindes im Allgemeinen und die Bindungsfähigkeit im Besonderen hin. Mary Ainsworth führte 1969 erstmals den sogenannten Fremde-Situationstest durch, um kindliche Bindungsmuster untersuchen zu können. Versuchsteilnehmer waren Kinder im Alter von 11 Monaten bis 5 Jahren und deren Mütter. Sie erforschte in diesem Zusammenhang das Verhalten des Kindes bei Anwesenheit der Mutter, Abwesenheit der Mutter und Rückkehr der Mutter. Die Testerin verblieb während des Experiments immer im Raum. Mary Ainsworth konnte als Ergebnis ihrer Forschungen zwei Arten von Bindung unterscheiden. Sichere Bindung. Die Kinder verhalten sich in einer Situation bei Nähe und Distanz der Bezugspersonen angemessen und reagieren beispielsweise emotional, weder durch Wutanfälle noch ignorieren sie die Bezugsperson bei deren Rückkehr. Kinder, die eine sichere Bindung zu Bezugspersonen haben, zeichnen sich unter anderem auch durch ein höheres Selbstvertrauen aus. Nun kommen wir zur unsicheren Bindung. Folgen einer unsicheren Bindung bestehen unter anderem in Störungen im Bereich des Grundvertrauens, der Anpassung und Bindungsfähigkeit. Kinder mit einer unsicheren Bindung können nicht sehr leicht erkannt werden, da diese erfahrungsgemäß mehrere mögliche Verhaltensweisen zeigen können. So zeigen manche Kinder eine Pseudo-Unabhängigkeit zu ihren Bezugspersonen, indem sie ein auffälliges Kontaktvermeidungsverhalten zeigen. Andere Kinder verhalten sich wiederum widersprüchlich anhänglich gegenüber ihren Bezugspersonen. Sie sind einerseits bei der Trennung massiv verunsichert und kaum zu beruhigen. Bei der Rückkehr der Bezugspersonen sind die Kinder anscheinend abwechselnd anklammernd und dann wieder aggressiv abweisend. Eltern und andere Bezugspersonen können durch Anwendung eines geeigneten Erziehungsstils die sichere Bindung eines Kindes fördern. Man kann beispielsweise davon ausgehen, dass einfühlsame Reaktionen auf das Verhalten des Kindes in diesem Zusammenhang förderlich sind. Im Gegensatz dazu wird dadurch, dass nur die Bedürfnisse der Bezugspersonen in den Vordergrund gestellt werden, eine unsichere Bindung des Nachwuchses gefördert. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Sozialverhaltens werden häufig die Vor- und Nachteile der außerfamiliären Betreuung von Kleinkindern in Form von Kinderkrippen oder Tagesstätten eben diskutiert. Die wissenschaftlichen Untersuchungen führten zu unterschiedlichen Ansichten und Ideologien und Sichtweisen. Übereinstimmend kommen die Forscherinnen und Forscher zur Auffassung, dass die Qualität dieser Betreuungseinrichtungen einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder haben. Kinderkrippen weisen dann eine schlechte Qualität auf, wenn diese im Verhältnis zur Anzahl der Kinder wenig Personal haben, das Personal einem häufigen Wechsel unterzogen wird. Ein zusätzlich ungünstiges häusliches Umfeld erweist sich dann besonders problematisch für den weiteren Werdegang der Kinder.